Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir gemeinsam The Legend of Zelda Ocarina of Time. Erschienen 1998 für den N64 und wir spielen sogar die 5 Jahre später erschienene Version für den GameCube. Ja, The Legend of Zelda Ocarina of Time, so ziemlich das revolutionärste Spiel. Denn das war das erste dreidimensionale Action-Abenteuer, Action-Epos, Ocarina of Time. Und ich bin wirklich schon sehr gespannt, mit euch gemeinsam hier durch diese wundersame Welt von Hyrule zu reisen. Ich habe es ja auch schon vorher angekündigt und jetzt sind wir also soweit, dass wir hier wirklich dieses legendäre, für einige sogar das beste Videospiel aller Zeiten, wirklich aller Zeiten spielen. Und da bin ich wirklich mal gespannt. Und ich wünsche euch jetzt erst einmal noch viel Spaß mit dem restlichen Intro. Und dann hören wir uns gleich. Was denn für fiese Hexen? Na gut, liebe Freunde, jetzt geht's los. Unser Abenteuer kann beginnen. Und erstmal wird gespeichert, das ist ja auch immer ganz sicher und safety und supi. Okay, liebe Freunde. Dann geht's jetzt mal los. Oder auch nicht. Jetzt aber. Na geht doch. So, wir können uns einen Namen hier überlegen und ich würde beinahe sagen, Takeru ist wie immer eigentlich eine super Idee. Und dann dürfen wir doch mal schnuppern in das neue Abenteuer und sind gespannt, wie sich unser Held schlagen wird, wie wir uns schlagen werden. Also, liebe Freunde, los geht's! Es war einst in einem fernen Land. Seit Anbeginn der Zeit wacht der mächtige Dekobaum über die Kinder des Waldes. Jedem der Kokiri schenkt der Wächter eine Fee. Als seine Abgesandten schützen sie jene rein Herzens. Das Schicksal hat jedoch einen auserkoren, dessen Bestimmung es ist, den Gesetzen vergangener Zeiten zu entfliehen. Der pennt mit offenen Augen, nicht zu fassen. Passiert. Moment. Ein Traum? Ein Tor senkt sich. Wir sehen ein Pferd. Das ist doch eine Prinzessin. Oh. Und was ist das für ein Gnom? Du Scheiße, was für ein Albtraum. Was zur Hölle träumen wir da? Mit offenen Augen. Navi! Navi, wo bist du? Erscheine! Navi, holde Fee! Höre die Worte des Dekobaumes. Spürst du es? Diabolische Kräfte bedrohen unser Land. Die Kreaturen der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Hyrules zu besiegeln. Für lange Zeit war ich es, der die Schatten des Unheils daran hinderte, das Land zu erobern. Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass meine Kräfte nicht ausreichen, die dunklen Mächte zu bannen. Die Zeit scheint reif, da der Junge ohne Fee seine Bestimmung erfahren soll. Die Jugend und Reinheit des Jungen sollen Hyrule wieder auf den Pfad des Lichtes führen. Navi, geh nun, finde unseren Freund und geleite ihn zu mir. Meine Zeit ist fast vorüber, mir bleiben nur noch wenige Stunden. Flieg, Navi, flieg! Das Schicksal des Dorfes, gar das der ganzen Welt, liegt in den Händen dieses Jungen. Na, warum auch nicht? Wir können eh mit offenen Augen pennen, von daher schaffen wir doch alles, oder? Hui! Und die Navi fliegt empor. Auch eine sehr geile Perspektive hier. Hui, hui, hui. Links und rechts. Hallöchen, Popöchen.
Mann, die fliegt aber ein bisschen besoffen, oder? Hallöchen. Moinsen und... Oh, da hinten, wo ist denn der Link? Da hinten muss er doch... Genau, da fliege ich mal hin. Wow. Okay, eindeutig. Mindestens 3 Promille. So, aber irgendwie schafft es die gute Navi dann doch. Hat sich hier ins Haus navigiert. Und wir gucken mal. Tatsächlich, da liegen wir immer noch mit offenen Augen. Und blinzeln sogar dabei. Hallo Takeru, wach auf. Der Dekobaum hat dich zu sich gerufen. Takeru, wach auf. Na, wir wollen doch nicht aufwachen anscheinend. Los, komm schon. Sollte die Zukunft Hyruls wirklich in den Händen dieser Schlafmütze liegen? Na, hetz mich doch nicht so, du alte Trantüte, du. Du alte Ruhestörerin. Hausfriedensbruch. Scheiße. Naja, mal zuhören. Na, endlich bist du aufgewacht. Ich bin Navi. Der Dekobaum bat mich, dich ab jetzt zu begleiten. Schön, dich kennenzulernen. Der Dekobaum hat dich zu sich befohlen. Steh also endlich auf. Alles klar. Na, supidupi. Wir können uns endlich mal bewegen. Und schauen mal, wir haben ja sogar, so glaube ich zumindest genau, ein Menü mit Gegenständen. Wir haben noch gar nichts. Hier ist der Wald, der Kokiri-Wald. Kokiri-Wald, Kokiri-Wald, Schubidibu. Okay, hier haben wir, Lieder, die wir hier lernen können. Hier ist dann wohl, Herzteillager. Okay. Supi, wir haben hier ein Menü, können auch nicht ganz viel damit anfangen, da wir noch fast gar nichts haben. Und dann geht's mal hinaus. In den Kokiri-Wald. Okay. Und da hinten kommt ein angelaufen und eine Fee angeflogen. Guten Morgen, Takeru. Guten Morgen. Manometer, wir sind ja anscheinend sehr beliebt hier. Erst eine Fee, dann das Mädchen hier. Hey, eine Fee. Endlich hast du auch eine Fee, Takeru. Wow, das ist so cool. Ich freue mich für dich. Nun bist du ein wahrer Kokiri, Takeru. Ist es wirklich wahr? Der Dekobaum möchte, dass du zu ihm kommst? Es ist eine große Ehre, vor dem Dekobaum treten zu dürfen. Ich werde hier auf dich warten. Geh nun, denn der Dekobaum hat dich gerufen. Okay. Dann werden wir uns mal aufmachen. Aber zuallererst werden wir uns ein bisschen im Dorf umsehen. Das Dorf unsicher machen natürlich. Das muss ja auch dazu gehören. Wer bist denn du überhaupt? Der redet anscheinend nicht mit uns. Hallöchen. Dieser großmäulige Mido. Ich muss für ihn das Unkraut vor Sajas Haus entfernen. Er hat Saya erzählt, dass er das für sie erledigen würde. Und nun muss ich es tun. Salia und du, ihr seid doch gute Freunde. Hilfst du mir bei der Arbeit? Du darfst auch alles behalten, was du findest. Versuchen wir es mal. Wir nehmen das Teil des Büschel auf, können es aber nicht. Also können wir dir nicht helfen. Wir sind wohl zu pussyhaft dafür. Wir können hier jedoch lang rennen. Uah, das ist sehr anstrengend und uah, Glück gehabt. Das ist ja schon eine richtige Fleißarbeit hier und schon sehr heldenhaft, dass wir uns hier fortbewegen. Du hast einen beschwerlichen Weg hinter dir. Du scheinst ein wahrer Held zu sein. Vielen Dank auch. Sieh doch nur, ist die Aussicht nicht wunderschön? Wechsle den Blickwinkel mit Steuerkreuz und so weiter und so fort. Okay. Schauen wir mal. Der Weg zum Dekobaum befindet sich im Osten des Dorfes. Alles klar, alles klar, alles klar. Okay, wir schauen nochmal. Können wir uns irgendwie, genau, so können wir uns bewegen. Umsehen, besser gesagt mal. Und in der Tat ein schönes Dorf und... Wow! Hallöchen! Okay, supi. Haben wir gemacht. Und wir sammeln mal weiter hier Rubine auf erstmal. Hoppa, die Poppa. 7 haben wir schon. Und wir brauchen auch, glaube ich, ganze 40, denn ansonsten würden wir gar nicht erst weiterkommen. Und ich werde mal genau demonstrieren, warum nicht. So, erstmal hüpfen wir hier. Hopp. Oder top. Und ich will zum Dekobaum durch. Der ist doch da bestimmt. Boah, aber ich darf nicht. Hey, du fehlloser Versager, was hast du mit dem Dekobaum zu bereden? Ohne Fee bist du nicht mal ein richtiger Mann. Was? Du hast eine Fee und der Dekobaum hat dich zu sich gerufen? Was muss ich da hören? Wieso sollte er dich und nicht den großen Mido zu sich rufen? Das kann nicht sein.
Ich glaube es einfach nicht. Du bist nicht einmal richtig ausgerüstet. Wie willst du dem Dekobaum denn ohne Schwert und Schild gegenübertreten, hä? Was? Das stimmt, ich bin auch nicht ausgerüstet. Aber das ist was ganz anderes. Wenn du passieren willst, solltest du wenigstens mit einem Schwert und einem Schild ausgerüstet sein. Verschwinde. Ach du alter Penner, du. Aber gut, dann werden wir halt mal die tollen Items hier aufsammeln, wo auch immer es dir gibt. Erstmal haben wir hier, genau, 5 Rubine, da wir hier rumgehüpft sind. Auch sehr cool. Und hier gibt es noch ein paar Rubinenverstecke. Unter anderem hinterm Haus hier. Weitere 5 Rubine. Sehr schön. Was machst du hier? Hebst Steine an? Und redest nicht? Doch. Mit A kannst du die Dinge heben. Dieser arrogante Mido, er will, dass die Steine hier verschwinden. Und jetzt soll ich für ihn die Arbeit machen. Ah, alle müssen für Mido arbeiten. Ist wohl ein reicher Kerl hier, der angesehen ist oder so. Rubine! Ich frage mich, wie Rubine in Steine hineinkommen. Tja, gute Frage, nächste Frage, aber ist auch egal. Hm. Haben wir hier noch mehr Rubine? Haben wir nicht. Gut, erstmal geht's hier hinein. Wow! Hier haben wir Kisten im Haus stehen. Und nicht mal verschlossen. Das ist natürlich sehr gut gemacht von demjenigen, der hier wohnt. Ein sicheres Versteck. Und wir begehen auch mal Hausfriedensbruch. Genau wie Navi vorher bei uns. Und plündern die Truhen aus. 5 Rubine, Manometer. Da haben wir bereits jetzt schon fast volle Rubinenanzahl. Besser gesagt, Rubinen, die wir brauchen. Wir können insgesamt momentan, glaube ich, 99 Rubine tragen. Also da ist noch Luft nach oben in jedem Fall. So. Gehen wir mal hier hin. Und schau mal nach, was wir hier so haben. Wer bist denn du? Für einen Kämpfer hier. Lass uns an deinen Kampftechniken arbeiten. Hältst du L gedrückt und läufst dabei nach rechts oder links, kannst du mit A Sprünge zur Seite ausführen. Hältst du L gedrückt und läufst rückwärts, kannst du mit A einen Rückwärtssalto ausführen. Eine Rollattacke führst du aus, indem du L gedrückt hältst und dann A betätigst. Während der Attacke bist du nicht verwundbar. Hast du dein Schwert in der Hand und hältst L gedrückt, kannst du mit A eine effektive Sprungattacke ausführen. Die Zielerfassung mit L kannst du an diesem Stein ausprobieren. Mann, was für ein Laberkopf, aber ganz hilfreich, wenn man nicht weiß, wie es geht, immer alles nachmachen, was die einen sagen. Hoppa, 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 Seilsprung, Rückwärtssalto, alles kein Problem. Und schon haben wir 40 Rubine. Haben wohl noch 5 bekommen, da wir hier so grandios das vorgemacht haben. Sehr schön, sehr schön, sehr formidabel. Okay, hier ist ein geheimer Durchgang. Wohin führt der? Verändern der Blickrichtung und du hast jederzeit die Möglichkeit, deine Blickrichtung mit L zu verändern. Okay. Okay, okay, okay. Nochmal 5 Rubine. Haben schon mehr als genug und hier gibt es sogar Felsen. Felsblöcke, Felsbrocken, die hier mal einfach so rumirren. Ja, sehr cool. Nicht zu fassen, wie kommt das Ding hier hin? Egal, hier haben wir eine Kiste. Machen wir mal ganz pronto auf hier. Ganz spontan. Und finden das Kokiri-Schwert. Unsere Waffe, unsere erste Waffe. Dies ist eine wertvolle Waffe der Kokiri. Trainiere gut, bevor du die Mission beginnst. Na, sehr famos. Rüsten wir auch gleich mal aus. Hopp. Und schon können wir hier zuhauen. Und, könnten jetzt auch eventuell, müssen wir zwar nicht machen, aber wir könnten jetzt die ganzen Schilder lesen, die wir da hinten haben werden. Und könnten dann so ein paar Schwertechniken erlernen. Und ja, ich zeig mal ein paar Techniken jetzt gleich mal. Einfach mal so spontan, ohne zu lesen. Zum Beispiel Stichattacke, nach vorne drücken und B. Hopp, hopp, hopp. Rückwärtssalto, Seitwärtssalto kennt ihr ja schon. Sprungattacke geht ebenso. Und so weiter und so fort. Ist ganz cool. Und ja, alles supi, alles supi. Wir haben 55 Rubine. 55, eine Schnapszahl. Ich hasse Schnapszahlen, aber gut. Gehen wir mal ganz, ganz schnell weiter. Und zwar ganz, ganz schnell in den Laden. Den haben wir hier übrigens. So, hinein. Oder auch nicht hinein. Hi Takero, schaut zu mir herauf.
Mit L schaust du mich an und mit A kannst du mit mir reden. Schnauze, Mann, das weiß ich doch alles. Aber gut, machen wir es einfach mal. Gut gemacht. Dies war mit Hilfe deiner Fee möglich. Wie schön, dass auch du endlich eine ständige Begleiterin hast. Ich werde dich lehren, ihre Kräfte richtig zu nutzen. Flieg deine Fee zu einem Objekt oder einer Person, drücke L, um dorthin zu schauen. Drückst du L und dann A, kannst du mit weiter entfernten Personen sprechen. Wenn du kein Ziel erfasst, kannst du L nutzen, um geradeaus zu schauen. Versuche es. Na, danke für diese Lebensweisheiten hier. Und dann mal ab. Ab in den Kokiri-Laden. Hallo und herzlich willkommen. Du kleiner Wicht, du. So, ein Deko-Schild 40 Rubine. Wie ich schon gedacht habe, kaufen wir auch gleich mal. Sehr schön. Jetzt können wir uns verteidigen. Drücke R, um Angriffe abzuwehren. Drückst du R und bewegst L, schwenkst du dein Schild. Okay, sehr schön. Mehr brauchen wir hier nicht. Weißt du noch irgendwas Spannendes? Manche Dinge in diesem Laden findest du auch im Wald. Den Deko-Schild jedoch nicht. Ihn musst du kaufen. Weißt du, wie man den Deko-Schild richtig einsetzt? Hast du den Schild erhalten, drücke Start, um zu den Menüs zu gelangen. Begib dich nun zum Ausrüstungsmenü. Hier wählst du mit dem Cursor den Schild, mit dem du dich ausrüsten willst, und drückst A, um deine Wahl zu bestätigen. Ist der Schild gewählt, kannst du ihn mit R einsetzen und mit dem Steuerkreuz seinen Winkel verändern. Und dann haben sie ihr Ziel erreicht. Vielen Dank, lieber Navi. Wobei, Navi haben wir ja dabei. Und diese Fee wird sicherlich auch noch sehr nervig werden. Haben die Feen meistens so an sich. Okay, wir haben jetzt Schwert und Schild. Rüsten mal ganz schnell hier das Schild noch aus. Das Schild vor allen Dingen. Okay, haben wir gemacht. Und jetzt lass uns doch mal durch, du Penner. Bevor du zum Dekobaum darfst, musst du dich zunächst mit einem Schwert und einem Schild ausrüsten. Du bist so ein Hellseher hier. Hey, was ist das? Du besitzt ein Deko-Schild. Und auf deinem Rücken trägst du ein Schwert. Unglaublich, das ist in der Tat das Kokiri-Schwert. Heiliger Deku! Wie dem auch sei, ein Weichling wird immer ein Weichling. Ich werde dich niemals als einen der unseren akzeptieren. Wie nur kann es sein, dass erst Salia, das ist die mit den grünen Haaren, und nun auch der Deku-Baum so viel Vertrauen zu dir haben? Tja, ja. Salia mag uns halt. Und der Deku-Baum hält uns für den wahren Helden. Insofern machen wir uns auf. So. Wow, Gegner, verdammt nochmal! Wir müssen zum ersten Mal kämpfen und erhalten zum Besiegen der Dekuranyas einen Deku-Stab. Mit dem können wir wohl bestimmt ein paar Sachen entzünden oder sowas. Du kannst höchstens 10 Deku-Stäbe tragen, also setzen sie mit Bedacht ein. Alles klar. Okay, angreifen können die uns schon mal gar nicht so ziemlich. Hopp. Ganz leicht gehen wir vorbei. Ganz leicht besiegen wir sie und schreiten zum Deku-Baum. Deku-Baum! Ich bin zurückgekehrt. So muss das sein. Oh, Navi. Du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen, Takeru. Höre nun die Worte, die ich, der Deku-Baum, dir zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zu neuer Stärke gelangen, werden die Auserwählten von Albträumen geplagt. Dies ist auch dir widerfahren. Takeru, nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Natürlich. So sei es. Tritt ein, tapferer Takeru. Und auch du, Navi. Navi, holde Fee, unterstütze Takeru. Und du, Takeru, höre mit dem Dingens nach oben Navis Worte, denn es sind Worte des Nervens, der Weisheit natürlich. Okay, lieber Deku-Baum, wir werden's berücksichtigen und werden die Prüfung auf uns nehmen und werden den Deku-Baum befreien von all diesem Ungetüm. Und das werden wir auch erst tun, aber beim nächsten Mal. Und ich würde mal sagen, ach, wisst ihr was, wir gehen schon mal rein, oder? Wir werden ihn uns anschauen. Den Deku-Baum. Und gleichzeitig auch bereits der erste Dungeon. So. Scheint schon mal sehr groß zu sein. Und sehr hoch vor allen Dingen. Also liebe Freunde, bis zum nächsten Mal und bis dahin.
Macht's gut.